Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil Village. Im Hintergrund jammert gerade meine Katze rum. Was hast du denn? Ich hoffe, das hört man nicht. Das ist jetzt voll der Fail. Oder willst du anmoderieren? Da musst du doch was sagen, verdammte Scheiße. Okay, ist auch egal. Wir haben zuletzt die Madame Dimitrescu, wie soll man sagen, wir haben endlich die einstweilige Verfügung quasi durchgekriegt und sind jetzt... raus aus Schloss Dimitrescu. Ich muss sagen, ein bisschen schade finde ich es schon, ne? Ich mochte das tatsächlich sehr gern. Ich kriege Resident Evil 5 Flashbacks, okay. Also ich bin ja generell für Herrenhaus-Szenarien, beziehungsweise auch im Schloss und so. Aber das ist so genau meins, Leute. Wo man so Räume hat mit... Oh, Fischis! Wo man so Räume hat zum Erkunden und, da halt mal richtig die Sau rauslassen kann. Hey, denk nicht, dass du smarter bist als ich. Dummer Fisch. Verdammt. Na. Ich kriege Resident Evil 4 Flashbacks mal wieder. Na komm! Ethan, wie unfähig kannst du bitte mit dem Messer sein? Okay, wir warten jetzt hier, bis er wieder zurückkommt. Er wird kommen. Ich spüre das. Ja, nichtsdestotrotz, wir haben zuletzt die Lady Dimitrescu ein wenig weggebasht. Ach, scheiß drauf, was haben wir zu verlieren, ne? Außer Munition. Oh. Oh. Ah. Wir können die tatsächlich nehmen. Fischi, 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 Fischi. Obwohl, den, ich wollte gerade sagen, den könnte ich doch mit dem Messer kriegen. Wenn ich mich so tanne, als sei ich einer von ihnen... Ach komm, Ethan! So, pass auf. Jetzt! Ach, geht doch! Meine Güte. Ach komm, Ethan, du... So Leute, die nachfolgenden Sendungen werden leider um viele, viele Minuten verschoben. Erzähl doch nicht. Ach komm. Okay. Ha. Junge. Fisch von gewöhnlichen Fischen gewonnene Zutat. Zutat für was denn? Ich dachte, den kann man jetzt einfach so. Moment. Nein, 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 nein. Untersuchen. Fleisch von Fischen aus der Region. Gewöhnliche Zutat. Roh nicht genießbar. Wie? Ich muss... Oh, scheiße. Okay. Ist ja auch egal. Ich wollte eh nicht den Fisch essen. Oh, Allmächtige. Hört unsere Stimme. Vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Ist das die Oma? Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen sind sie alle ans Licht gebracht. In Erwartung des im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht. Sind die Platte noch mal nach hinten gespult worden? Ersehnen wir das erlösende Licht. Im Leben wie im Tod preisen wir Mutter Miranda. Hey, erkennen Sie mich? Ich bin in dem Schloss fast verreckt. Yep. Bitte, sagen Sie mir, was hier los ist. Kann denn ein Mensch nur fast sterben? Ich habe keine Antwort darauf. Kommen Sie schon. Und keine Spur von Rose. Wo hat Miranda sie hingebracht? Du kommst zu spät. Oder nur fast zu spät. Die Alte hat Witz. Das Kind wird geopfert. Leben für Leben. Oh. Was für ein Bullshit ist das denn? Sie ist noch ein Baby. Die Siegel der vier Kinder mögen dir den Weg eröffnen. Uff. Bitte, ich brauche keine Rätsel. Ich will nur meine Tochter.
Es ist nur ein Rätsel, wenn du die Antwort nicht kennst. Das stimmt allerdings. Was für eine weise Aussage. Von unten das Umbrella-Logo, habt ihr gesehen? Das kenne ich doch. Ja, Haus Dimitrescu. Hey, warten Sie! Macht die jetzt die Tür zu? Oh Gott, ob die jetzt mitkriegt, dass ich ihre ganzen Fische getötet habe? Aber guckt mal hier! Ja, ja. Okay, wir haben Haus Dimitrescu, das haben wir jetzt schon erledigt. Haus Beneviento, Haus Heisenberg und Haus Moreau. Uff, Leute. Und in der Mitte auch das Umbrella-Logo, bloß mit einer hübschen Säule getarnt. Geflügelter Schlüssel. Okay. Und wir müssen nach Rose suchen. Oh, die Tür sieht übelst cool aus. Krass. Okay. Ich wollte gerade sagen, nee, oder? Was für eine krasse Höhle. Hallo? Okay. Oh, wenn ich das jetzt mache, kommt doch wieder Freddy Krüger und hackt mir die Hände ab, oder? Ich hab jetzt Traumata. Ach scheiße, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Aber das können wir ja so gucken. Ist der Ärmel? Ja, der Ärmel ist kaputt, ne? Schade, dass meine Kleidung nicht wieder anwächst. Was ist das? Ach, gucke mal. Dieses Symbol sieht vertraut aus. Ach, Quatsch. Okay, das Gefäß können wir dann nicht einsetzen. Krass. Gott, das sieht so ein bisschen aus wie, hier muss man irgendwie... Huch, was ist das denn hier? An jeder Ecke hier was einsetzen und dann öffnet sich der unterirdische Brunnen zum scheiß Labor, verdammte Kacke. Aber ich will mal mit dem Besten hoffen. Und nicht gleich mit dem Schlimmsten. Außer, dass hier Leichen hängen. Cool. Toll. Yeah. Kann ich hier meine Munitionsvorräte wieder ein bisschen aufstocken? Scharfschützenmunition, okay. Wie viel haben wir da? 14, okay. 9, 23, okay. Uff. Sind das hier Bedienstete aus Moment. Pfeile? Och nö. Hallo? Aha. Ah, ich weiß nicht, ob ich den Schuss schaffe. So. Naja, fast, ne? Ah, shit. Ui! Hey, der Schuss war gut. Oh, fuck. Oh! Oh, fuck. Wie viele sind hier? Hallo? Auf den zweiten Scharfschützenschuss bin ich stolz. Okay, hallo? Aha! Moment, erstmal nachladen.
Aha, ich sehe doch, wenn das... Ah, wir schießen mal besser hier oben hin. Okay, und wieder haben sie mich reingelegt, die Assis. Oh! Hallöchen! Na. Arschloch. So. Ich weiß gar nicht, was die kleine... Was der kleine... Widder oder was das denn so uns getan hat, aber ich hasse ihn. So. Ah, okay. Hm. Etwas fehlt. Auch hier muss anscheinend eine Kurbel rein. Und da können wir dann mit dem Boot fahren. Und dann schön auf das Wasser. Und dann vor allen Dingen schön von Del Lago angegriffen werden. Ja, das ist wichtig. Del Lago kommt. Oh Gott, der Pilgerpfad. Was zum Teufel? Okay. Stehst du wieder auf? Nee, du bist tot. Okay, was verbirgt sich hinter Tor Nummer 1? Oh! Ja? Ja? Ich höre dich. Fremd. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, vor diesen Oh Gott, vor denen habe ich echt Angst. So ein bisschen, die sind so agil und so, weiß nicht. Da fand ich die Damen im Schloss etwas erträglicher, muss ich sagen. Aber jetzt diese Brut hier, das ist nicht so mein Szenario, muss ich gestehen. Okay. Aber schick. Hier schön mit so Malereien. Okay. Passt nicht zu diesem... Hm. Warte mal, die Karte sagt uns ja öfter mal, was wir brauchen. Nee. Hm. Wenn wir den Dietrich benutzen könnten, dann würde ja hier quasi unser Inventar aufploppen. Das tut's aber nicht. Okay. Habe ich hier irgendwas übersehen? Aber es wäre ja im Sinne tatsächlich von Resident Evil, wenn ich diesen Schlüssel zu dieser Kiste da erst später finde, weil wir haben ja da unten noch das Brückending. Das heißt, ich kann da vielleicht jetzt noch nicht rein. Hm. Finde ich jetzt nicht so cool, aber was willst du machen, ne? Oh, ich sehe Fackeln. Immer wenn irgendwo Fackeln brennen, dann kriege ich gleich wieder auf die Mütze von irgendwelchen bösen Feinden, die mich vielleicht zu Recht nicht so mögen. Die Statuen hier sind aber auch creepy as fuck, ne? Mit einer Laterne und einem leeren Ärmel. Kann ich da irgendwas reinschieben? Okay. Altar. Ach, da ist ja der... Den habe ich erst jetzt gesehen. Da bist du. Hab mir gedacht, dass du hier auftauchen würdest. Ja, ich wollte eigentlich nicht. Das war alles umsonst. Ach ja? Dabei hast du doch etwas Wertvolles gefunden. Deine Mutter, was? Ich weiß ja nicht.
Nun ja, du hältst quasi deine Tochter in den Händen. Was soll das heißen? Urinprobe. Sieh genau hin. Ach, jetzt kommt er mal auf die Idee, das... Oh Gott, Head. Jetzt kommt er auf die Idee, das sauber zu machen. Ui. Dieses Gefäß scheint ihren Kopf zu enthalten. Nein. Ihr Kopf war größer, ich erinnere mich. Ich will es nicht hören! Das... Nein, unmöglich! Das kann nicht sein! Der Geist deiner Tochter ist noch intakt. Ist da ein Gehirn drin? Ihre Kräfte sind wirklich einzigartig. The fuck? Wer würde sowas tun? Du kannst sie immer noch retten. Retten? Wie denn? Sind sie verrückt? Im westlichen Teil des Dorfs ist ein Haus mit einem roten Schornstein. Geh zu dem Mann, der dort lebt. Danach können wir unser Gespräch fortsetzen. Kommen Sie schon. Halten Sie mich nicht zum Narren. Du brauchst mir ja nicht zu glauben. Aber hast du eine andere Wahl? Entscheide du. Der Kunde ist schließlich König. Nicht wahr? Hast du noch ein paar Ersatzfinger? Ich bräuchte welche. Ich schwöre, wenn Sie mich verarschen. Verdammter Witzbold. Wie kommt der eigentlich von A nach Soll B? Soll ich etwas für dich auswählen? Ja, bitte. Fände ich eigentlich ganz cool. So, ich gucke in Angst und Schrecken, ob, was ist das? Wangenauflage. Spezialzubehör für das Scharfschützengewehr. Was für 20.000? Oh Gott. Langdistanz-Zielfernrohr. Für 15.000. Aber wir können ihm ja jetzt endlich mal ein bisschen was verkaufen. Das. Wenn ich ihm jetzt... Wenn ich deine Waffen verbessern soll, sag einfach ein gutes Geschäft. Das muss ich schon sagen. Ja, stimmt schon. So, Sekunde. Okay, die drei stecken sich ja, das heißt... Aber gerne. Okay. Ich verkaufe ihm jetzt einfach mal einen. Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Okay, cool. Stets zu Diensten. Okay. Ach hier, den Ring wollte ich verkaufen. Genau, Ring mit dem blauen Auge. Gesehen und gekauft. Jawohl. Kristalline Lady. Der rote Schädel, da war, glaube ich, auch nichts mehr zum Einsetzen, oder? Och, ich will... Jetzt habe ich die Töchter verkauft. Wie steht's um deine Feuerkraft? Ich biete jetzt auch erweiterte Waffenmodifikationen an. Aha. Oh. Für 10.000. Moment, bitte. So. Was? Ah, schon gut. Das war's. Feuerkraft bei allen dreien jetzt wieder einmal temporär auf Maximum. Okay. Ich kann bei ihm Rohrbomben... Oh, ich kann... Scheiße, ich kann einen größeren Koffer kaufen, okay. Aber Dietriche kann ich bei ihm nicht kaufen, ne? Aber Heilung für 2000. Aber ich glaube, ich habe mittlerweile einiges gesammelt. Hals- und Beinbruch. Oh. Nice.
Oh! Guck mal hier! Da haben wir sogar ein hübsches Bild von der Dimitrescu, die wir umgebracht haben. Das ist aber schön. Aha! Das sind die vier Häuser, die wir dann... Oh Gott. Oh! What a Miranda! Was zum... Nice! Vor allen Dingen, hier sind so viele Türen. Ach guck mal, wenn wir hier rausgehen und dann hier drüben in diese... In dieses Haus können wir gleich den Dietrich verwenden. Ah, da hinten auch. Oh, verdammt. Von hier sind wir gekommen, oder? Passt nicht, die Tür ist mit einem Ornament mit Flügeln dekoriert. Geflügelter Schlüssel. Hä? Ach, mit vier Flügeln. Okay, das Ding hat nur zwei, der Schlüssel, oder? Na. So, nochmal gucken. Ja, der hat nur zwei Schlüssel. Moment, das sind vier? Stimmt, da unten. Da sind zwei. Okay, geradezu sind auch vier. Das heißt, hier dürften wir jetzt auch nicht rauskommen. Na. Okay. Das ist mit einem vierflügeligen Wesen. Okay, schön, dass sie die, Schrift auch verändert. Von dort sind wir gekommen. Das heißt, ich kann nur da durch. Durch diese Tür hier geradezu. So. Ja, dann mach mal, ne? Mach auf die Bude. Wir sind über vier Flashbacks. Okay, wenn ich jetzt hier... Ich gehe dann jetzt mal... Ah, guck mal, hier ist noch ein Schlüssel. Ich habe gespeichert. Guck mal hier nach rechts. Dann hier in die Bude rein. So, hier waren... Ich sag mal so, es muss ja am Ende aufgehen, oder? Es kann ja nicht sein, dass das Spiel jetzt hier irgendwie von mir will, so... Ja... du hast hier mehrere Schlösser, die verschlossen sind und du kannst aber davon nur drei öffnen oder so. Das wäre irgendwie bekloppt. Hier drin ist noch irgendwas, was wir nicht gesehen haben. Ja, das Ding richtet sich ja nach Gegenständen, die ich einsammle. Hä? Ist immer noch rot. Ja gut, also die sieben Schuss mit dem Sniper nehme ich ja gerne. Was ist denn hier? Nischt. Können wir irgendeine lose Bodendiele raushebeln? Anscheinend nicht. Ja, das Spiel sagt weiterhin rotes Haus. Noch nicht alles erkundet, ihr Lieben. Noch nicht alles gesehen. Wieso? Okay. Dann gehe ich jetzt hier raus. Ach scheiße, das Schloss ist von der anderen Seite, oder? Ach so, ja, okay. Aber hier gibt es einige Türen, die wir aufschließen können. Und, ach ja, seht ihr, das wollte ich gucken. Sind hier gar keine Gegner oder so?
Das finde ich ja ganz fantastisch, wenn hier keine Gegner wären. Mal gucken, ob der dicke Mehl hier jetzt, ich meine, der hübsche, süße, sexy Soll Boy... Soll ich etwas für dich auswählen? Ja, ich brauche Dietrich, mein Lieber. Ich brauche einen Dietrich, mein Guter. Ach, du bist ein Arschloch, weißt du das? Bis zu unserer nächsten Begegnung. Okay, roter Schornstein, das ist ja dieses Haus hier. Von der anderen Seite verschlossen. Moment, roter Schornstein ist ja eindeutig das Gebäude. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? In der Kirche sagt es mir auch noch, dass irgendwas nicht eingesammelt wurde. Das ist doch nicht möglich. Okay, cool. Ist das hier schon immer? Nee, ne? Das ist doch... ein Teddy! Oh. Wieso habe ich jetzt einen Teddy gefunden? Ein leicht verschmutzter Teddybär. Der Duke wird ihn schon kaufen. Wertvoll. Oh, können wir dem einen Teddy verkaufen? Ernsthaft? Das ist ja fast schon niedlich. Wie ja nied. Okay. Finden wir noch ein paar Schätze? Okay. Die Tür war nämlich verschlossen, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, hier haben wir alles, aber trotzdem... bin auch nicht wirklich zufriedengestellt. Oh, seht ihr? Ist das da auch inne? Ja, ne? Ne, war keine. Okay. Oh! Ah, okay, schade. Geil! So, hier war doch auch irgendwie... auch eine verschlossene Tür, aber ich weiß nicht, was ich da brauche. Da hinten brauche ich die vier Flügel. Okay. Ach, ich kann aus... Nee, kann ich nicht. Ich laufe erstmal wieder zu der Tür hier. Was ist denn das für eine Tür? Schlüssel mit 6 geflügeltem Embryo? What the fuck? Ah, wir können die Tür aber aufschließen. Frage ist nur, wo wir dann hinkommen, ne? Das ist halt die Frage. Vorhängeschloss. Ah, vielleicht können wir das Vorhängeschloss aufschießen, überall, also wo ein normales Vorhängeschloss ist. Muss man sich auch erstmal ein bisschen reinfinden, ne? Okay, gehen wir erstmal hier rein. What the fuck? Datum 9.2.21. Protokolliert von NH. Ankunft. Keine Anzeichen von EW, RW, Ethan Winters oder... Rosemary Winters. 12.10. Dorf infiltriert. Begegnung mit mehreren Biowaffen. Hinweis auf EW gefunden. Aufenthaltsort von RW unbekannt. 13.10. Basis in Kirche eingerichtet. Weiteres Vorgehen. LBTD K9. Durchsuchung des Labors. NHUE. Analyse der Pilzproben. Alpha. Infiltration der Fabrik. Okay... was zum Teufel? Ist jetzt hier irgend so eine Spezialeinheit hier reingeschneit? Oder wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Ich bin maximal irritiert. Zumindest ein wenig. Oh! Nice. Yes. Okay, wir haben gespeichert. Es kann gar nichts Schlimmes passieren. Außer, dass wir sterben und blutig sterben und verrecken und den Darth Vader-Schlüssel hier benutzen und Gegner kommen und ich sterbe. Aber das kennen wir ja schon. Oh! Hi! Na,
Ach so, seht ihr, seht ihr, seht ihr. Ich muss in die Bäume gucken. Bäume, Bäume, Bäume. Bäume, Bäume, Bäume. Ernsthaft, wir können auch Geflügel mitnehmen? Was? Gefundene Zutaten können sie beim Duke abliefern. Na! Ich wollte gerade sagen, jetzt verhöhnt mich das Huhn aber, ne? Ich werde doch noch einen Huhn abstechen können. Krass, okay. Muni? Von der anderen Seite verschlossen. Okay, können wir hier hinten rum? Von der anderen Seite vor allen Dingen? Hä? Was soll denn das für eine Seite sein? Können wir mal die Taschenlampe anmachen, bitte? Wie komme ich denn da rein? In die hier geht's ja nicht rein. Hier auch nicht. Na gut, okay. Die Antwort wird sich uns sicherlich noch erschließen. Geflügel. Oh Gott. Sind die Fische etwa auch markiert? Ist das wie so ein Ernteplatz? So, hier gibt's Geflügel. Da kann ich schön alle umbringen. Scheiße. Junge, Junge, Junge. Okay. Also hier hinten ist noch ein Schloss. Und hier auch. Das heißt, wir müssen jetzt theoretisch einmal von ganz hinten durch das Dorf latschen. War nicht hier lang, oder? Doch. Hier lang. Und dann aber hier. Nö. Oh! Wie schön, das sind doch wieder die Flugviecher. Na. Ach so, das... Ich glaube, ich bin falsch. Ja, ich bin super falsch. Wo hier drüben? Warte mal, wenn ich jetzt hier... Oh! Da! Geld, jawohl, meins. Okay, ich komme hier nicht durch. Also ich kann hier die Hühner töten und in die Enge treiben und abschlachten. Och komm! Jawohl. Okay. Das ist hier eine Sackgasse anscheinend. Okay. Muss ich hier wieder zurück? Und hier drüben dann lang, oder? Dann hier. Dann kann ich hier durch das Vorhängeschloss... Ah, okay.
Nee, da geht's ja gar nicht lang, oder? Oh! Ich dachte gerade, das sind Schritte. Oh Gott. Folgen die mir jetzt? Nee, ne? Ich glaube, die bleiben bei dem... Ich bin etwas überfragt gerade. Was muss ich denn jetzt hier machen? Also Haus mit roten Schornsteinen, das haben wir ja theoretisch entdeckt, aber... Hallo? Okay, die Tür ist zu. Auch wenn das riesige Tor daneben offen ist, aber ist egal. Hallo? War ich hier schon drin? Ne, anscheinend nicht. Okay. Noch mehr Muni, hier ist was zu lesen. Ich habe aus dem Haus mit dem Schornstein einen Schrei gehört. Ich wollte nachsehen, aber der Weg ist verschüttet. Also muss ich wohl den langen Weg außenrum nehmen. Wer hätte gedacht, dass das Loch in der Rückwand des Stalls mal nützlich wäre. Wenn ich bis morgen nicht zurück bin, geh schon mal allein zu Luisa, Vater. Das Loch in der Rückwand des Stalls? Okay. Dann können wir wahrscheinlich hier irgendwie dann durch. Aber mich kotzt an, dass wir keine Dietriche haben. Wieso verkauft der uns keine? Ich habe doch jetzt auch keinen mehr im Inventar, oder? Nee. Wieso verkauft dieser Typ uns keine Dietriche? Will der erst den Teddy haben? Oder... Aufschließender. Warte mal. Und was kann der überhaupt mit dem Geflügel machen? Macht der uns dafür Heilung oder... Ich verkaufe ihm mal ein Geflügel. Ich will das jetzt wissen. Wir speichern schon wieder. Okay. Hallo. Aber gerne. Ah. So. Körper. Billiger Plunder? Na schön. Okay, warte mal. Dann verkaufe ich ihn mal. Nee, warte. Ich speichere vor. Haha. Ein gutes. Ja, halt die Klappe. So. Das Geschäft. Das muss ich schon sagen. Wir machen das jetzt ganz geschickt. Ja. Ich teste das mal. So. Teddy. Oh. I will buy it at high price. Wie immer, ein ehrlicher, fairer Tausch. Ach schade, ich dachte, er sagt nur irgendwas Nettes. Weinglas? Nee? Okay. Warte mal, was ist denn, wenn ich ihm die hier verkaufe? Oh, Lady Dimitrescu. Reizend selbst im Tod. Diese Kurven. Alter Lüstling. Okay. Für sowas gibt man gerne sein Geld aus. Okay. Okay, den Rest kommentiert er gar nicht. Aha, jemand mag Fisch. Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. So, verkaufst du mir jetzt... Aber gerne. Ein Dietrich? Ach, ich brauch so viele Dietriche, ne? Bis zu unserer nächsten Begegnung. Naja gut, ihr Lieben.
Ich mache erstmal einen Cut und beende den Part für heute. Dankeschön fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!